Ja, moin, herzlich willkommen zu einer kleinen Spielvorstellung hier bei Metalizer. Wir schauen uns heute Sweet Transit an. Das Ganze befindet sich aktuell in der Closed Beta. Wir bauen eine Stadt, wir bauen Zuglinien und das Ganze erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Factorio und Anno. Also ist ein bisschen was alles mit dabei. Und wir gehen jetzt mal direkt rein ins Spiel. Viel Spaß, euer Metalizer. Ja, und wir befinden uns hier im Screen der Map-Erstellung bzw. der Kartenerstellung. Wir haben prozedural generierte Welten, die wir hier nutzen können. Wir können einstellen, wie viel Wasser da vorhanden sein soll, wie groß die Map sein soll, wie viele Berge es geben soll und vieles mehr. Wir brauchen Wasser für die Städte, die wir nachher bauen. Das heißt, eine Stadt muss immer in der Nähe vom Wasser sein, damit unsere Arbeiter auch entsprechend Wasser bekommen. Dementsprechend richten wir unsere Karte ein. Man kann auf 64x64 spielen, man kann es kleiner und größer machen. Also die Auswahl in der Closed Beta ist schon ziemlich ordentlich. Ich muss dazu sagen, die Closed Beta findet jetzt aktuell gerade statt. Es haben ungefähr 250 Leute einen Key bekommen. Und das Ganze steht nicht unter NDA. Also jeder, der einen Key bekommen hat, darf es streamen, darf davon Videos machen, darf es entsprechend zeigen. Von daher bin ich sehr froh über diese Gelegenheit, die ich jetzt hier bekommen habe. Und in Sweet Transit müssen wir uns auch so ein bisschen gucken, dass wir Kohle rankriegen. Wir brauchen Lehm, wir brauchen Steine. Also wir brauchen verschiedene Rohstoffe, damit unsere Stadt entsprechend wachsen kann. Und dementsprechend haben wir natürlich auch verschiedene Biome. Im Spiel angekommen, können wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, was es eigentlich wo gibt. Man kann relativ dicht ranzoomen. Und optisch ändert es natürlich so ein bisschen auch an Factorio. Zumindest hatte ich ziemlich viele oder ziemlich krasse Factorio-Vibes, als ich mir das Ganze angeschaut habe. Und als erstes bauen wir ein Warenhaus. Dieses Warenhaus ist ein einzigartiges Gebäude. Das heißt, wir können es tatsächlich nur einmal bauen. Und wir schauen natürlich da, wo es am besten hinpasst. Es sollte nicht zu dicht am Wasser platziert sein. Gleichzeitig sollte es aber auch relativ gut erreichbar sein, weil wir später alle Waren dorthin liefern müssen. Im nächsten Schritt bauen wir dann unser Rathaus oder das Stadtzentrum. Wir können später auch noch mehrere Städte bauen. Und da sollten wir natürlich schauen, dass wir irgendwo einen Ort finden, der in der Nähe vom Wasser liegt. Und dann können wir auch schauen, ob wir da irgendwas Passendes finden. Natürlich sollten wir auch schauen, dass nicht so viele Hindernisse im Weg sind. Und ich habe mich an der Stelle jetzt hier für einen Platz entschieden, der in der Nähe vom Wasser ist, wo ich aber noch relativ gut bauen kann und wo ich relativ viel Fläche auch zum Bauen habe. Und die erste Stadt habe ich dann natürlich nach meiner Heimatstadt benannt und zwar nach der Hansestadt Hamburg. Da komme ich ursprünglich her. Dementsprechend habe ich die Stadt Hamburg genannt oder das kleine Dorf, was wir hier bauen. Die Städte wachsen natürlich. Wir müssen sie dann mit Waren beliefern und im ersten Schritt ziehen wir jetzt erstmal hier so ein paar Wege. Und bei den Wegen ist es auch so, wer Anno gespielt hat, wird es kennen, das Stadtzentrum oder der Mittelpunkt unseres Dorfes muss immer für die Bewohner erreichbar sein. Also die Bewohner von den Häusern bzw. die Häuser brauchen entsprechend eine Straßenanbindung. Deswegen habe ich hier auch jetzt so diese klassische, zumindest meine klassische Anno-Bauweise angewendet, indem ich einfach vom Mittelpunkt, vom Marktplatz oder vom Dorfzentrum aus Wege in alle Himmelsrichtungen gezogen habe. Und dann habe ich angefangen, die ersten Häuser zu bauen. Die Häuser kosten uns Holz. Ein Holzfäller brauchen wir später auch. Aber das einzige Transportmittel in Sweet Transit sind Züge. Das heißt, wir müssen Züge bauen. Und Züge brauchen Schienen. Also entsprechend fahren wir daher auf Schienen. Das zeige ich euch aber auch nochmal im Detail dann. Ich habe jetzt hier erstmal angefangen, ein paar Häuser zu ziehen, was dann auch relativ gut funktioniert hat. Und die Bewohner haben Bedürfnisse. Das heißt, wir können dann eben entsprechend auch schauen, was das Dorf oder was der Bewohner jeweils braucht. Wir sehen dann halt eben, okay, sie brauchen Wasser. Dazu bauen wir Wassertürme. Die Wassertürme haben eine bestimmte Reichweite. In diesem Fall, wir sehen es auch dann hervorgehoben, wie weit die Reichweite ist, was auch schon mal ziemlich cool umgesetzt ist. Und es funktioniert auch in der Closed Beta schon sehr gut. Meiner Meinung nach gibt es in der Closed Beta noch so ein paar Balance-Schwierigkeiten, aber man muss dazu sagen, das Spiel soll im Early Access 2022 auf Steam erscheinen. Von daher gehe ich davon aus, dass viele Balance-Sachen auch noch behoben werden. Neben Wasser brauchen unsere Bewohner auch was zu futtern. Dementsprechend haben wir hier einen kleinen Fischereihafen. Der muss natürlich auch mit dem Weg verbunden werden. Und ganz wichtig natürlich auch, wir müssen
den Fisch irgendwo hinbringen. Und dazu gibt es Warenhäuser. Und diese Warenhäuser können bis zu 5 Produktionsstätten oder Produktionsgebäude bedienen. Die müssen natürlich auch entsprechend in der Nähe dieser Produktionsgebäude stehen, damit das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir, wie viel Fisch wir gerade produzieren. In dem Fall hatten wir jetzt plus 20 und einen Verbrauch von 16. Und ich habe dann gleich nochmal einen zweiten Fischer gebaut. In diesem Fall ist es so, dass die Leute da tatsächlich zu Fuß hinlaufen. Also da müssen wir jetzt keine Bahnverbindung hinsetzen. Aber dennoch wird es im späteren Verlauf einige Orte geben, wo wir unsere Bewohner bzw. wo die Menschen mit dem Zug hinfahren lassen. Züge selbst sind zu Beginn mit Kohle betrieben. Das heißt, wir brauchen dann später auch gleich nochmal ein bisschen Kohle. Und im ersten Schritt schauen wir natürlich, wie verhält sich oder wie entwickelt sich unser Dorf. Entsprechend handeln wir natürlich auch. Und dann können wir natürlich sehen, was sind jetzt gerade die Bedürfnisse vom Dorf und was sind auch Weltbedürfnisse. Also wir können unterscheiden und es wird unterschieden, was das Dorf möchte und was wir sonst generell an Aufgaben haben. In dem Fall jetzt sollen wir eine Kohlemine bauen und das können wir auch über ein extra Baumenü machen. Und Kohle können wir dort abbauen, wo eben entsprechende Kohlevorkommen sind. Man muss manchmal ein bisschen weiter schauen, wie man sieht. Man kann natürlich auch rauszoomen und dann sieht man halt eben schon auf der Karte, wo die jeweilige Kohle vorhanden ist. Und das können wir dann bauen. In dem Fall jetzt hier war es so, dass ich es eigentlich zu dicht am Warenhaus platziert habe. Es hat aber trotzdem funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist aus der Closed Beta. Ich kann mir aber vorstellen, dass im Umkreis von Warenhaus normalerweise keine anderen Gebäude gebaut werden können. Unsere Kohlemine verbinden wir dann mit einer Station, also mit einem Bahnhof. Und an diesem Bahnhof bauen wir dann nochmal Plattformen ran. Diese Plattformen brauchen wir, damit die Züge da entsprechend anhalten können und ihre Waren be- und entladen können. Die Station können wir auch umbenennen. Ich habe sie in dem Fall Kohle HH genannt, weil sie in der Nähe von Hamburg ist und wir brauchen das für eine bessere Zuordnung später, wenn wir nämlich Linien erstellen. Eine weitere Besonderheit ist, wir können mehrere Gleise bauen. Dazu brauchen wir dann eine zweite Plattform mit Station und die verbinden wir ganz elegant mit einer Brücke. In dem Fall können wir die Brücke dann einfach von der Station, die verbunden ist, rüberziehen zu der Plattform, die nicht verbunden ist. Wenn das erledigt ist, fangen wir schon mal an mit den ersten Gleisen. Und ja, Gleise ist ein sehr, sehr gutes Stichwort oder Stichpunkt, denn wir können jetzt hier, ich habe jetzt hier direkt angefangen, 3 Gleise zu platzieren und die dann eben entsprechend miteinander verbunden. Jetzt ist es so, wenn ihr Sweet Transit ausprobieren wollt, ihr könnt es euch auf die Wunschliste draufsetzen auf Steam, dann kriegt ihr sobald einen Hinweis und macht euch auf jeden Fall mit der Steuerung oder mit der Funktionsweise von Signalen vertraut, weil das ist halt ein essentiell wichtiger Punkt. Ansonsten werdet ihr immer irgendwie Stau haben und Probleme haben beim Bauen. Ich habe versucht, dass Gleise nur in eine Richtung befahrbar sind, habe natürlich versucht, ein bisschen Weichen einzubauen und hier mit Signalen zu arbeiten. Es gibt aber auch Chain Signals, also Kettensignale. Da guckt dann der Zug, dass er den nächsten Block auch befahren kann. Das ist aber nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich hier erstmal mit regulären Signalen gearbeitet, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Es gibt aber auch jetzt schon in der Closed Beta ein Tutorial, welches die Grundlagen erklärt und welches auch die Funktionsweise von Signalen erklärt. Aber ich habe vielleicht im Tutorial nicht ganz so gut aufgepasst und müsste es nochmal neu machen. Werde ich bei Gelegenheit mal machen, aber ich wollte einfach direkt ins Spiel rein ausprobieren. Ich habe damals, als ich den ersten Trailer gesehen habe, gedacht, alter Schwede, das sieht ja aus wie Factorio mit den Zügen und war halt total begeistert und hatte richtig Bock drauf gehabt. Deswegen war ich auch umso happier, als ich dann den Zugang für die Beta, also für die jetzige Closed Beta erhalten habe und war natürlich noch happier, dass es nicht irgendwie unter der Verschwiegenheitsvereinbarung liegt. Naja. Ich habe jetzt hier die Signale entsprechend platziert, habe das nach bestem Wissen und Gehwissen gemacht. Hat auch irgendwie halbwegs funktioniert. Also wir haben ein Gleis, was sozusagen jetzt von Ost nach West läuft und 2 Gleise, die von West nach Ost laufen. Also das war so der Plan. Ich habe es nachher nochmal ein bisschen umgestellt. Weil jetzt hier gerade auch seht, ich habe jetzt die Signale, gehen jetzt alle nur von West nach Ost. Das heißt, aus einer anderen Richtung könnte überhaupt kein Zug fahren. Ist natürlich nicht so schlau. Das habe ich dann nochmal umgestellt. Aber ich fand es halt ganz gut, mit 3 verschiedenen Gleisen hier zu arbeiten. Man kann es auch mit 2 machen, das geht auch. Und noch ein kleiner Tipp.
versucht auf jeden Fall immer zwischen den Gleisen eine Kachel Abstand zu haben. Dann habt ihr es ein bisschen leichter, die Weichen nachher auch zu bauen und zu stellen. Dann kann man zumindest immerhin nochmal ein Signal dazwischen setzen, wenn man eine Weiche platziert. Ja, die Steuerung oder das Verlegen der Gleise funktioniert jetzt auch schon relativ gut, muss man ehrlicherweise sagen. Das klappt echt schön. Man kann die Gleise ziehen, man kann sie auch mit STG gedrückt halten, kann man sie so ein bisschen in Anführungszeichen schön bauen. Das funktioniert, wie gesagt, sehr ausgesprochen gut. Und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr sowas macht, versucht auf jeden Fall rechtzeitig auch Signale zu setzen, insbesondere bei Weichen, wenn Gleiswechsel stattfinden. Weil wenn ihr das vergesst, dann kann es schnell mal passieren, dass sich plötzlich zwei Züge auf einem Gleis gegenüberstehen. Und naja, wie es halt bei Zügen so ist, die können halt nicht mal eben kurz auf ein anderes Gleis fahren. Das machen die halt nicht. Dementsprechend guckt, dass ihr es von Anfang an gleich richtig macht und bei den Weichen halt entsprechend die Signale platziert. So wie ich es jetzt hier in dem Fall auch gemacht habe, das hat dann relativ gut funktioniert. Wir sehen es auch nochmal in einer weiteren Folge. Da werde ich euch dann zeigen, wie das Ganze dann im Betrieb aussieht. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, erstmal so ein bisschen versucht, das Ganze schön zu bauen. Ich mag auch den Kontrast beim Bauen. Also die Welt, ihr seht es jetzt ja, wird ja hier so grau hinterlegt. Und man hat wirklich den Fokus auf die Gleise. Und die verschiedenen Farben auf den Gleisen, also ihr seht es jetzt, das Rote, Orange, Hellblau, wir haben ein bisschen Lila mit drin. Das zeigt uns an welchen Stellen jetzt hier jeweils ein sogenannter Block vorhanden ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier dann relativ gut, wo der Block ist, auf dem sich die Lokomotive oder der Zug dann nachher befindet. Was wir natürlich machen wollen und was wir machen müssen, ist, unsere Kohlemine jetzt mit Hamburg zu verbinden. Denn wir wollen natürlich die Kohle, beziehungsweise wir brauchen Arbeiter, die aus Hamburg zur Kohlemine hingeschafft werden. Bahnhöfe bzw. Stationen haben einen Einzugsbereich und unsere Bewohner hier wollen natürlich eine Station in ihrer Nähe haben. Man kann später auch noch die Wege upgraden, das ist auch ähnlich wie bei Anno, dass sie dann eine höhere Reichweite haben. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, hier einen sogenannten Kopfbahnhof zu errichten. Das heißt, die Züge fahren rein und haben aber keine Möglichkeit zu wenden. Und dementsprechend habe ich sogar im späteren Verlauf noch Züge gebaut, die sowohl vorne eine Lokomotive haben, als auch hinten. Genau, wir bauen jetzt hier die Station und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, wie die Züge in Action aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.